Lavabombe schlägt in Touristenboot ein und verletzt 23 Passagiere. Bei einem Ausflug auf Hawaii sind 23 Menschen verletzt worden, als ihr Tourboot von Lava und Gestein getroffen wurde. Die Zivilschutzbehörde auf Hawaii teilte am Montag, Ortszeit, auf Twitter mit, 4 der Verletzte seien ins Krankenhaus gebracht worden. Beim Eintritt der Lava ins Meer sei es zu einer Explosion gekommen. Dabei seien Lava und Gestein in Richtung des Bootes geschleudert worden. Eine Lavabombe habe das Dach des Bootes durchschlagen. Es habe sich um eine Lavatour gehandelt, bei der Interessierte von Booten aus fließende Lava beim Einfließen ins Meer beobachten können. Auf Hawaii gibt es mehrere aktive Vulkane. Die Boote des betroffenen Touranbieters fassen bis zu 49 Passagiere.